preschen durch den Sand, stoppen und drehen sich blitzschnell im Kreis. Westernpferde reagieren auf kleinste Gewichtsverlagerungen ihres Reiters. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier. Wer die Sprache der Pferde nicht versteht, hat hier keine Chance. Kann es Johannes? Cool. Hallo bei Kannes Johannes. Im Moment bin ich gerade mit 70 Pferdestärken unterwegs, aber das wird sich gleich ändern. Dann ist es nur noch eine, denn ich möchte in den nächsten 2 Tagen Western reiten lernen. Und damit ich nicht vom Pferd falle, brauche ich jemanden, der mir erklärt, wie das geht. Und das kann ziemlich gut Monia. Hallo, ich bin Monia, bin 14 Jahre alt und reite seit meinem 6. Lebensjahr. Das Tolle am Westernreiten ist, dass man halt extreme Bindung zu seinem Pferd hat, indem man das ganze Pferd über den Körper steuert und dass die Pferde da auch Freiheit haben, indem die am langen Zügel laufen können, dass sie auch mal den Kopf nach oben nehmen können. Halt ihn im Fluss, du kippst immer nach vorne, ne? Guck, dass du ihn mitnimmst, ne? Ich reite fast jeden Tag und kriege auch regelmäßig Unterricht und im Sommer fahre ich fast jedes 2. Wochenende aufs Turnier. Im September war ich auf der German Open, das sind die deutschen Meisterschaften im Westernreiten. Da hatte ich den 6. Platz im Reining gemacht und dann auf der NRW Challenge, da bin ich NRW Champion geworden. Und auf den Rheinland-Meisterschaften bin ich auch Rheinland-Meisterin in Rennschreiding und Reining geworden. Für Johannes wird das Schwierigste in den 48 Stunden den schnellen Galopp mit Douglas zusammen zu lernen. Hallo Monia. Hallo. Grüß dich. Hey, du hast schon gesehen, was ich dir mitgebracht habe, ne? Und schon ist er weg. Wie heißt er? Booster. Hallo Booster. Hm, schmeckt's dir? Ich dachte, so breche ich das erste Eis zwischen uns, kleiner Booster. Denn ich werde gleich auf deinem Rücken sitzen, ne? Nee. Wie nee? Du kriegst ein anderes Pferd, der ist zu wild für Anfänger. Das heißt, ich habe jetzt das falsche Pferd bestochen mit dem Apfel? Ja. Wo ist denn mein Pferd? Das steht unten im Stall. Das ist Douglas. Hallo Douglas. Na du? Ich habe leider keinen Apfel mehr für dich, aber ich hoffe, dass du mich trotzdem auf dir reiten lässt. Hm? Das wäre wichtig, denn Johannes soll in nur 48 Stunden auf Douglas einen schwierigen Parcours reiten. Dieser beinhaltet das Traben über Stangen, Rückwärtsreiten, gemeinsame Drehungen mit dem Pferd, Reiten durch ein Tor und Reiten im Galopp. Galoppieren? Monia, ist das nicht richtig schwierig, galoppieren? Ja, du musst auf vieles achten, wie zum Beispiel, dass du deine Hände nach vorne gibst, ja, dass du ihm ein Signal gibst, also einen Kussmund zum Angaloppieren und dem mit deinen Beinen hilfst. Okay, ich glaube, es gibt eine Menge zu lernen. Ja. Hey, kann das sein, dass du meine Hände isst? Monia hat einen guten Plan, wie sie Johannes alles beibringen will. Zuerst wird er an der Longe den richtigen Sitz üben und den Bewegungsablauf kennenlernen. Anschließend wird Johannes das Pferd selber lenken, im Schritt und im Trab. Am 2. Trainingstag werden das Rückwärtsreiten und die Drehung geübt. Und zum Abschluss wird Johannes lernen, wie er Douglas durch ein Tor reitet und ihn angaloppiert. Monia, kann ich eigentlich so aufs Pferd oder muss ich noch was Spezielles anziehen? Nee, als erstes ziehst du deinen Hut aus, du kriegst einen Reithelm. Mein Hut? Ich habe den extra gekauft fürs Westernreiten. Sicherheit geht vor. Okay. Und du bekommst auch noch Stiefel, weil die müssen über den Knöchel gehen und einen Absatz haben, damit du nicht im Steigbügel hängen bleibst. Okay, aber bevor wir damit anfangen, müssen wir noch die Frage aller Fragen stellen. Und die ist in dieser Sendung. Kannes Johannes. Dann gehst du jetzt ganz normal hier an den Körper dran, putzt in die Fellrichtung, kannst auch ruhig was fester machen, dass du dir nicht weh. Genau. Und dann ist das fest genug? Ja. Ich glaube, das Pferd bürsten und putzen
Das ist nicht nur, damit das Pferd sauber ist, sondern dass man vielleicht auch Zeit hat, mal warm zu werden miteinander. Wie so eine Art Warmlaufen. Und das hat funktioniert. Also du hattest eine Hand hier hinten am Sattel. Ja. Das hier hinein. Ja. Und zack. Ja. Also weißt du was? Das funktioniert schon eine ganze Ecke einfacher als beim Voltigieren. Das kann ich mir vorstellen. Aha. Das bewegt sich. Genau. Einfach ja. Locker sitzen. Ja. Dann fangen wir mit einer Übung an. Du nimmst deine Hand nach oben. So. Genau, und guckst ihn an, dass die Innenflächen Spiegel wäre, dass du dich aufrichtest. Wie so ein Selfie, ja? Ja, dass du gerade sitzt. Und jetzt nimm deine Hand runter und bleib trotzdem weiterhin so sitzen. Aber dein Kopf gerade. Okay, dann macht man automatisch die richtige Bewegung und dann muss man das nur noch halten, obwohl man nicht mehr nach oben guckt in den Spiegel. Das hat mir total geholfen. Jetzt hältst du dich mit der äußeren Hand hinten am Sattel feste. Hier? Genau, aber lässt deine innere Schulter trotzdem gleich. Jetzt machen wir dasselbe im Trab. Trab heißt schneller, ja? Genau, da musst du ihm das Zeichen geben, dass er schneller soll. Das machen wir mit einmal Schnalzen. Wenn der Draht darauf nicht reagiert, kommst du mit deinem Bein ein bisschen. Schnalzen? Ja. Okay. Boah, der hört ja aufs Wort. Sehr gut. Also beim ersten Traben fand ich das ziemlich gut, weil er die Bewegung direkt mitgenommen hat und auch gut sitzen konnte. Sehr gut. So, jetzt gehen wir wieder in den Schritt. Dann setzt du dich tief nach hinten. Ja. Und lässt ein bisschen locker. Ja, nicht und ich kann bremsen, indem ich die Füße nach vorne. Oder jetzt habe ich zu viel gebremst. Jetzt, die Füße nach vorne ist nur zum Anhalten. Ja, also du kippst dein Becken ab. Was heißt denn Becken abkippen? Dass du sitzt ja gerade so. Ja. Und dass du dann einfach. Ah, dann bin ich nicht mehr so gerade. Ja. Ja? Ich hatte keine Vorstellung davon, wie man die Gangart bei einem Pferd wechselt. Ich meine, gut, es gibt keinen Steuerhebel, ne? Und man kann auch keine Kupplung drücken. So, jetzt müssen wir noch Galopp machen. Ich zeige dir jetzt, wie du die Hilfen geben musst. Das äußere Bein ein Stück nach hinten, dass du so, aber deine Fersen unten bleiben. Und die Stimme dazu. Die Stimme war was? Kussmund. Kussmund? Ja. Also? Ja. Und was muss ich noch machen? Auf deiner äußeren Pobacke und sonst gerade sitzen. Äußere Pobacke und gerade sitzen. Ja, und deine innere Schulter nach vorne. So. Ja. Ich glaube ja, abends, wenn wir hier weg sind, dann packt Douglas in seiner Box so eine Hängematte aus und legt sich rein. Der ist vom Typ eher auch so entspannt. Los geht's. Okay. Also, rechtes Bein zurück, Gewichte auf das rechte Po. Ja, sehr gut. Ich glaube ja, dass der Ursprung vom Beatboxen von einem Westernreiter sein muss. Der hat einfach die Gangarten schnell gewechselt. Da ist das wahrscheinlich irgendwann losgegangen. Und jetzt versuchst du, die innere Hand mal auf den Oberschenkel zu legen. Die innere? Ja. Kostet Überwindung. Da kann nichts passieren. So? Ja, sehr gut. Ich habe mich ziemlich unsicher gefühlt. Ich dachte so, das bewegt sich alles unter mir. Fühlt sich auch irgendwie gut an, das Pferd ist nett und so, aber richtig sicher habe ich mich nicht gefühlt. Sehr gut, dann kannst du dich wieder festhalten. Sehr gut, und lob ihn mal. Das hast du super gemacht. Wie alt warst du, als du das erste Mal auf dem Pferd saßt? Das erste Mal war ich 4. 4 Jahre? Ja. Wie kommt eine 4-Jährige aufs Pferd? Ich wollte es einfach ausprobieren und dann habe ich mit Dressur angefangen. Das heißt, du reitest seit 10 Jahren? Ja, also ich hatte dazwischen eine Pause, weil ich da mit dem Pferd hingeflogen bin. Also das hat sich gewälzt mit mir. Dann konnte ich nicht schnell genug weg und dann war es auf mir. Und was ist dir passiert? Zum Glück nichts. Ich hatte einen Schock gehabt. Und danach? Habe ich erst mal 1 bis 2 Jahre aufgehört zu reiten und bin auch gar nicht mehr zu Pferden hingegangen. Verstehe ich. Und dann habe ich mit dem Westernreiten angefangen. Also das Westernreiten hat dich zum Reiten zurückgeholt? Ja. Und ist dir seitdem noch mal was passiert? Eigentlich nichts mehr. Ich habe mich nur einmal mit dem Booster auf der Wiese überschlagen. Ja, sonst ist nichts mehr passiert. Ich habe mich nur einmal mit meinem Booster auf der Wiese überschlagen, aber sonst ist nichts passiert. Ja, der ist mit seinen Hinterbeinen zwischen die Vorderbeine gerutscht, weil die Wiese nass war und dann sind wir beide nach hinten über. Was ist dir passiert? Gar nichts. Ich hatte direkt danach eine Prüfung auf dem Turnier. Also wenn man so richtig gerne reitet oder Westernreiten machen möchte, muss man auch ganz schön hart im Nehmen sein. Ja. Kein Ding für Weicheier. So, als erstes lernen wir jetzt das Lenken ohne Longe. Das heißt, wir reiten um die Ecken.
Ecken reiten. Sehr gut. Ja. Wie funktioniert das? Das zeige ich dir jetzt. So, du lenkst sie mit deiner Hand rum, drehst deinen ganzen Oberkörper mit, öffnest deine Hüfte und drückst mit deinem äußeren Bein. Das machst du alles? Ja. Von hier aus sieht es aus, als ob du gar nichts machst. Aber der weiß doch auch, wo es lang geht, oder nicht? Nee, du musst ihm ja dabei helfen, mit der Hand. Das ist mein Job, lenken, ja? Ja. Das habe ich mir anders vorgestellt. Der kennt doch den Weg. So, jetzt nimmst du die Zügel in die Hand. Dann hältst du mit der einen Hand hier. Ja. Und die andere hier. So? Genau. Ja. Genau, guck, dass du schön neben dem Pylon bleibst. Guck geradeaus, nicht auf das Pferd. Hallo. Und jetzt rum, du bist ja schon an der letzten Pylone. Rum, ja, so. Ja, aber nicht auf die Pylone gucken, du musst geradeaus gucken. Ach so, zurück, zurück, da geht's zurück. Da musst du dann hinlenken, genau. Mit dem äußeren Bein drücken. Ja, mach ich. Genau, und wieder geradeaus gucken. Geradeaus gucken. Ich muss an so viele Sachen denken beim Lenken, sagt man Lenken, beim Abbiegen, das war mir vorhin nicht klar. Hey, der macht ja wirklich, was ich will. Du musst aber auch nach vorne gucken. So, jetzt ist ganz im Trab. Ui, gut. Da war mir ganz klar, das wird nix. Im Trab ist ja alles dreimal so schnell, das kriege ich nicht hin. Nicht anschieben. Ah. Nochmal. Klopf mit deinem Bein. Wenn er doch nicht antrabt, musst du dich da durchsetzen. Dabei war das wirklich Schwierige, erstmal in den Trab zu kommen. Klopfen. Okay, pass auf, Dagi. Du sollst mich nicht veräppeln, hast du gehört? Also, Douglas ist ziemlich gut für Anfänger, weil er nicht direkt auf die erste Hilfe reagiert, zum Beispiel, wenn ein Bein falsch kommt. Und der Nachteil ist dann aber, dass wenn man dann die Hilfe gibt und man nicht durchkommt, muss man halt was stärker sein. Und das konnte Johannes dann halt nicht. Klopfen. Genau. Und sehr weiter. Gut. Und weiter. Klopfen. Und weiter. Los, klopfen. Los, los, nicht stehen bleiben. Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh. Puh. Aber das war ganz okay, oder? Ja. Für Johannes ist das Training aber noch nicht ganz beendet. Zu seiner Herausforderung gehört nämlich auch das Lasso-Werfen. Wer ist das? Das ist Ferdinand, den werden wir heute fangen. Hallo Ferdinand. Das kriegst du. Dankeschön. Und dann bewegst du deine Hand nach innen und schwingst weit genug nach außen. Genau. Dann guckst du ein bisschen weiter davor, also nicht auf dein Ziel. Sondern? Und dann lässt du los und hältst ihn fest. Ach, und wo hast du hingezielt? Davor. Jetzt bist du dran. Okay. Ja, fast. Nochmal. Guck, dass du weiter nach hinten schwingst, dass die Spitze vorne höher. Nochmal. Komm her. Ja, jetzt schnappst du den Ferdinand und übst heute Abend noch ein bisschen ohne mich. Okay, Monja, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Und du, Ferdinand, wir beide, wir sind ein Team. Hm? Wenn du brav bist, zieh ich auch nicht so fest an der Schlinge. Johannes hat sich Munjas Hausaufgabe zu Herzen genommen und schwingt auch am nächsten Morgen schon wieder das Lasso. Ja, das denke ich auch. Johannes? Guten Morgen, Monja. Guten Morgen. Das klappt ja schon gut. Dankeschön. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit dem Reiten. Gut, aber so nicht, ne? Ich befreie dich einmal. Das heutige Training startet viel besser als erwartet. Der Spin funktioniert auf Anhieb. Auch das Rückwärtsreiten stellt kein Problem dar. Und beim Traben über die Stangen bleibt Douglas ganz geduldig. So, jetzt machen wir den schnellen Trab. Das zeige ich dir jetzt. Gut. Indem du deine Hände nach vorne gibst, aufstehst, zweimal schnallst. Aufstehen. Und wieder reinsetzt zum langsam werden. Gut, dann mal das vor. Ich habe schon echt viele Sportarten gemacht, aber ich hatte noch keine, wo ich das Gefühl hatte, dass die Technik, die ich lernen muss, so kompliziert ist. Und jetzt aufstehen? Ja, gib deine Hände nach vorne. Oh.
Ich bin aufgestanden und dann ist er angehalten. Weil du deine Beine nach vorne gestreckt hast. Und dann hat er gedacht, ich will bremsen. Ja. Ich dachte ja, bei diesem Sport ist das Schwerste, vielleicht das Gleichgewicht zu behalten oder die richtige Körperspannung zu haben. Aber jetzt merke ich langsam, es ist, dass ich eine neue Sprache lernen muss. Pferd, Deutsch, Deutsch, Pferd. Denk ans Lenken. Die Zügel nimmst du nur in eine Hand. Und sei vorsichtig mit deiner Hand. Boah, das ist schwer. Ja. Hey, das ist es, oder? Ja, dann setze dich jetzt rein und wirst wieder langsamer. Ah, ist das herrlich. Ja. Können wir da jetzt einfach durchgehen? Ja. Ja? Gib die Hände vor. Hände vor. Und lass ihn gehen. Halten cool. Wir hier drüben an. Wie viele Stunden verbringst du mit deinem Pferd Booster? Ja, 2 bis 3 Stunden. 2 bis 3 Stunden, jeden Tag, auch am Wochenende? Ja. Dann kennt wohl niemand besser den kleinen Mann als du? Ja. Wenn du mal schlechte Laune hast, merkt das der Busse? Ja, direkt. Der kommt dann zu mir und bleibt dann einfach ganz still bei mir stehen. Wie war das denn, als du ihn kennengelernt hast? Da war ich ja gerade mal 9. Da hat meine Mutter mir eigentlich verboten, ihn zu reiten. Was? Wieso das? Weil der ja mit 5 in die Wurst sollte, also zum Schlachter. Booster sollte verwurstet werden? Ja. Der Warum? War halt nicht mehr lieb und hat halt Menschen angegriffen. Und dann hat meine Mutter mir verboten, ihn zu reiten. Und wie hast du es geschafft, dass der wieder Vertrauen geschöpft hat zu Menschen? Man musste ruhig mit ihm umgehen und alles langsam von ihm verlangen. Ich glaube, das war ein Ja. Ja. Jetzt Galopp. Okay. Jetzt nochmal. Nochmal, fast. Nimm das äußere Bein nach hinten. Mach's besser aus dem Schritt. Ja, super. Ja, weiter. Jetzt weiter. Als das erste Mal funktioniert hat, ist mir so ein echter Stein vom Herzen gefallen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt sind wir einen Riesenschritt weiter Richtung Herausforderung gekommen. Puh. Sehr gut, super, lob ihn. Gut gemacht, Dagi, sehr gut. Als letztes vor deiner Herausforderung machen wir noch das Tor. Das ist das Tor? Ja. So, dann reitest du gerade da dran, reitest bis vorne hin. Oh. Ja. Nimmst das Tor hier runter, also das Seil. Gehst rückwärts, dass er genug Platz hat. Ja. Gehst einen Halbkreis, gehst wieder rückwärts und machst es wieder zu. Fertig. Das ist ja eine ganze Choreografie. Ja. Oh. Jetzt gehst du erstmal rückwärts und der darf noch nicht rumgehen. Okay, pass nochmal. Dagi, pass auf. So ist gut, weiter. Weiter. Klopf, Mann. Und jetzt halt schon deine Hand rüber, dass er nicht da reingeht. Guck mal, jetzt wird er schon. Nee, nicht die Hand. Die Hand mit deinen Zügeln, ja. Ich habe da, glaube ich, auch sehr viel hantiert auf dem Pferd, aber. Wenn man sich erst so kurz kennt und ich habe noch kein Gefühl und ich spreche einfach Pferdisch noch nicht so gut, dann ist das eine Horrorübung, ja? Das Ho. Darf er doch jetzt Ho. Gar nicht. Hey, rückwärts gehen. Ho. Du musst direkt daran denken, dass du ihn da korrigieren musst, dass du schon deine Hand ein bisschen weiter nach links hältst. Okay, es ist aber auch schwer. Johannes Problem war, dass wenn er einen Fehler korrigieren wollte, dass der nächste Fehler schon dazu kam. Verstehe ich nicht, nochmal. In dem Moment hätte ich gerne so ein paar Karotten gehabt und hätte die einfach in die richtige Richtung gehalten. Dagi? Klappt ja gut. Pass auf, Dagi, ich weiß, du denkst, du musst jetzt rückwärts. Ich will aber nach vorne. Douglas hat einfach alles das gehört, was ich nicht gesagt habe. Und das war eine Menge. Ho! So, und jetzt machst du das Tor dran. Okay. Gut gemacht. Ja, kann man akzeptieren. Kann man akzeptieren, aus dem Mund von Monja ist sowas wie gut. Nach dem Training wird Douglas noch fein gemacht für die Herausforderung. Also so richtig männlich finde ich das ja mit den Zöpfchen nicht. Und der Douglas ist ja ein Mann.
und keine Stute. Also ein Wallach ist er, ne? Ja, aber zum Turnier werden fast alle eingeflochten. Warum muss der so eine lange Mähne haben? Wir sind schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man darf die nicht zählen. Oh, warum? Das bringt Unglück. Das bringt Unglück? Ja. Wieso? Das ist einfach so. Zum Glück habe ich das nicht fertig gemacht. Der Tag der Herausforderung. In der Halle wird alles für den großen Moment vorbereitet. Und draußen am Bulli geht Munja mit Johannes die Wege und alle Stationen noch einmal genau durch. Sieht ein bisschen aus wie so ein Morsecode. Dann hältst du hier an, gehst rückwärts, machst in beide Richtungen einen Turn. Mhm. Dann gehst du wieder Schritt vorwärts. Dann ist hier dein Tor. Da freue ich mich ja schon besonders drauf. Dann steigst du hier ab. Mhm. Ich nehme den Douglas und du gehst zu Ferdinand Roten. Das ist Ferdinand? Ja. Dann braucht er aber noch Hörner. Ja. Sieht aus wie eine Schatzkarte, ist aber, wie nennt man das, Monja? Eine Pattern, also eine Aufgabe. Eine Pattern. Ich finde das super. Das funktioniert wie mein Gehirn. Das ist wie so eine Art Schaltplan. Danke, Monja. Sag mal. Ja. Und dann ist es soweit. Johannes und Douglas müssen zeigen, dass sie eine perfekte Einheit bilden. Douglas ist jetzt nur so stark wie sein Reiter. Und der ist hochkonzentriert. Hand tief. Super. Ich war ziemlich konzentriert. Ich habe mir genau überlegt, was der nächste Punkt ist, den ich beachten muss. So ist gut. Jetzt rum. Weiter. Super, weiter so. Der nächste Gedanke war eigentlich wirklich gleich, oh, wie kriege ich jetzt den Dagi in den Galopp? Das wird eine harte Nummer. Sehr gut. Ich habe gemerkt, so, ja, das ist der Rhythmus, das ist der Galopp. Und ich dachte so, ja, Dagi, gut, dass du auch mitmachst heute. Oh. Jetzt noch rückwärts reiten. Oh. Und der Spin. Oh, sehr gut. Super. Und andere Runde. Ich weiß ja ganz genau, dass Douglas nicht versteht, was ich sage, aber ich hab mich nicht dazu bringen können, aufzuhören, mit ihm zu sprechen. Oh. Sehr schön. Jetzt das Tor. Klappt es besser als im Training? Oh. 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 Sehr gut. Ich finde, das Tor war grandios. Also, das habe ich nicht erwartet, dass Dagi genau das macht, was ich von ihm wollte. Ich habe, glaube ich, auch sehr feinfühlig gesteuert. So, Schluss, nur noch das Lassen. Wenn Johannes jetzt trifft, hat er die Herausforderung geschafft. Ja! Danke! Oh Mann, das ist ja noch einer. Dr. Douglas, du warst großartig. Ich bin sehr stolz auf Johannes, dass er das in 2 Tagen gelernt hat und auch die Herausforderung geschafft hat. Ich bin total glücklich und ich bin sehr stolz auf Monja, weil sie einen total tollen Job gemacht hat. Und ich bin total stolz auf Douglas, weil ich glaube, dass er in der Herausforderung auch noch mal ein bisschen wacher war als sonst. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt aufs Westernreiten, dann sucht euch eine gute Trainerin. Danke, Monja. Und einen Douglas. Am besten Karotten und Äpfel mitnehmen. Ihr könnt ja mal bei uns auf der Website auf Kannes Johannes gucken, wo es den nächsten Reitstall zum Westernreiten gibt bei euch in der Nähe. Ich hoffe, wir sehen uns im Netz oder spätestens das nächste Mal im Fernsehen, wenn es wieder heißt Kannes Johannes.